Herzlich willkommen zu einem neuen Video von www.samuraischwert.kaufen. Mir wurde von YouTube ein Video vorgeschlagen mit dem Titel Samurai stoppt Kugel mit seinem Schwert. Das hört sich natürlich sehr interessant an. Was sich hinter diesem Titel verbirgt und ob ein Samurai wirklich eine Pistolenkugel mit seinem Schwert stoppen kann, das schauen wir uns heute zusammen an. Ich stelle mir unter dem englischen Titel Samurai Stops Bullet natürlich mindestens sowas hier vor. Ob es wirklich so aussieht, werden wir dann gleich sehen. Leider sind die Videos von mittelmäßiger Qualität, aber ich denke, man erkennt das Wesentliche. Also schauen wir uns doch direkt den Ausschnitt aus dem ersten Video an. 3, 2, 1. Also das sah für mich aus wie ein Ball und nicht wie eine Kugel. Jetzt wird es interessant. Eine Waffe, die wie eine Uzi aussieht. Aber es ist nur Soft-Air-Munition geladen. Der Samurai trifft die Kugel. Ja, in Ordnung. Also nichts gegen die Treffsicherheit des Samurais, die ist auf jeden Fall heftig, aber der Titel verspricht schon etwas mehr, als das Video dann hält. Ich bin jetzt aber auf das Thema eingestiegen, also schauen wir uns mal an, was man dazu noch so findet. Das sieht auch schon besser aus. Die Pistole schießt und die Kugel wird in der Mitte zerteilt. Die Schneide des Schwertes zertrennt die Kugel sauber. Ich denke mal, dass es sich um ein Bleigeschoss oder ähnliches handelt, weil das Material der Kugel so weich ist, dass es noch nicht mal Spuren an der Klinge hinterlässt. Außerdem trifft die Kugel im perfekten Winkel auf die Schneide. Diese Position genau zu treffen, wird schwierig für einen Samurai. Mit dem Schwert Kugeln zu schneiden ist eine schöne Vorstellung für Filme und Videogames, aber mit der Realität hat das leider nichts zu tun. Wie sich der Beschuss mit normalen Kugeln auf eine Klinge auswirkt, das sehen wir im letzten Video zum Thema Katana vs. Bullet. Also dann macht es gut und bis zum nächsten Mal.